Hallo, ich habe eine Privatnachricht erhalten und wurde gefragt, wie ich denn das hier gemacht habe. Das jetzt mal besser zeigen zu können, wähle ich aber mal den kompletten Seitstrahl aus und setze das Time-Remapping auf 100. Es ist auf 400 gestellt, hauptsächlich damit die Bewegung flüssiger dargestellt wird. Und ich bin hier gerade im Kamera-View und jetzt gehe ich aber mal in den normalen View. So einen orthografischen, damit man auch ein bisschen sieht, wie sich die Kamera, das ist das hier, bewegt. Das hier ist 3x intex.cc übrigens. Und ich werde jetzt hier einfach mal zum Spaß zeigen, wie das genau funktioniert. Hier habe ich nämlich einmal, also mach das hier mal weg. Das hier auch. Das sieht eigentlich so aus. Das hier ist nur dafür da, damit nur die Linien gezeichnet werden und keine Fläche gezeichnet wird. Weil ich es einfach schöner finde. Das hier macht aus allen Vierecken macht das Dreiecke. Triangle Light. Displays ist dafür da, um anhand einer Textur die verschiedenen Punkte zu verschieben, damit es nicht so ordentlich aussieht einfach. Hier, das ist die Textur, die genutzt wird, ein bisschen ja, Rauschen, aber mit Muster drin. Und worum es aber eigentlich geht, ist das hier, das heißt Remeshing. Und was das macht, ist, das schaut sich das komplette Mesh, also die Linien an mit den Oberflächen und den Punkten. Das ganze Gesamte nennt man ein Mesh. Und versucht jetzt, das zu remeshen. Das ist eigentlich ganz hilfreich, wenn man beim Aufbauen eines Meshes vielleicht nicht so sorgfältig war oder zum Beispiel, dass die Abstände zwischen den verschiedenen Punkten sehr unterschiedlich verteilt sind, was dann später zu Problemen führen kann. Dann kann man Remesh machen, der versucht das Ganze mit einer mehr oder weniger uniformen Struktur erneut darzustellen. Das Coole ist aber, wenn man hier eine sehr kleine Zahl verwendet, dann passiert nichts, weil ich es nicht angemacht habe. Genau, wenn man hier eine sehr kleine Zahl verwendet, versucht er das mit riesengroßen Einzelteilen zusammenzusetzen, was natürlich gar nicht geht. Und deswegen kommt dabei so eine sehr abstrakte Struktur zustande. Und je höher ich das mache, desto genauer wird es. Und auf dem Weg dahin sieht es aber so, ja, flackert es so cool. Und ja, prinzipiell ist es einfach so gemacht. Wenn ich es ganz hoch mache, sieht es schon fast richtig aus. Also, nein, tut es nicht. Mich korrigieren. Ich hatte das Displays nennt ausgeschaltet. Hatte ich wahrscheinlich überlegt, das zu machen, aber das war schon chaotisch genug. Musste nicht noch chaotischer sein. Genau. So habe ich das gemacht. Ganz simpel. Sieht man auch hier schön, wie die Kamera sich bewegt.